Deine Privatsphäre im Internet ist jeden Tag in Gefahr. Aber du kannst etwas dagegen tun. Und in diesem Video gebe ich dir ganz einfache und wertvolle Tipps, mit denen du dich vor der digitalen Überwachung schützen kannst. Vielleicht fragst du dich jetzt, wieso brauche ich überhaupt so etwas wie Privatsphäre? Ich habe doch nichts zu verbergen. Erstens glaube ich nicht, dass diese Aussage auf jeden zutrifft. Ich bin mir sicher, der eine oder andere doch sicherlich irgendwo im Tab eine Pornoseite offen oder irgendwas anderes. Und zweitens ist Privatsphäre absolut essentiell für die Freiheit und für die Demokratie. Und hier möchte ich Edward Snowden zitieren, der es treffend auf den Punkt gebracht hat. Zu argumentieren, dass sie keine Privatsphäre brauchen, weil sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden sie sagen, dass sie keine Meinungsfreiheit brauchen, weil sie nichts zu sagen haben. Und hey, das Recht auf Privatsphäre ist sogar in der UN-Menschenrechtscharta hinterlegt und ist somit sogar offiziell anerkanntes Menschenrecht. Als ihr seht, es ist wirklich ein wertvolles Gut, das wir haben. Heute wissen Konzerne und Staaten alles über dich. Noch nie waren wir transparenter. Wir alle sind ein komplett offenes Buch. Was einmal erfasst ist, was einmal im Netz ist, ist für immer gespeichert, unlöschbar. Dein Lieblingsessen, dein Bewegungsprofil, deine Einkäufe, deine Vorlieben, sogar deine sexuelle Orientierung, wann du zur Arbeit gehst, wo deine Smartgeräte im Haus platziert sind, all das macht dich verletzbar und angreifbar und kann gegen dich verwendet werden. Alexa hört in der Zwischenzeit alles mit, jedes Wort. Und auch für Staaten wird es dadurch immer einfacher, Bürger auszuspähen und zu überwachen. Und wir wissen, dass es alles schon vorgekommen ist. Denk zum Beispiel an die Corona-Warn-App, die dann irgendwann gegen Kleinkriminelle eingesetzt wurde. Aber hey, hast du dich denn noch nie gewundert, warum du plötzlich auf einmal Werbung erhältst und du erst gestern darüber laut beim Duschen nachgedacht hast, beziehungsweise am Telefon mit einer Freundin drüber gesprochen hast? Egal, ob es eine bestimmte Marke an Katzenfutter ist, eine Reise nach Katar, ein bestimmter Kinofilm oder eine bestimmte Kondomfirma. Ihr seht also, nie war es wichtiger, seine Privatsphäre zu schützen. Und wichtig ist hierbei, dass man kleine Schritte macht und sich ständig weiter verbessert. Aufgrund von vielen Nachfragen habe ich heute exklusiv für euch einige wichtige Tools, die ich selbst verwende, zusammengestellt, die ich euch heute vorstellen möchte für einen Schutz eurer Privatsphäre. Und damit geht's los. Let's go! Mehr als 4 Milliarden Menschen sind täglich im Internet. Wir alle verbringen jeden Tag Stunden beim Surfen im Internet. Und deswegen ist ein VPN essentiell. Und mit Sicherheit habt ihr alle schon mal von diesem sogenannten VPN gehört. VPN steht für virtuelles privates Netzwerk. Und mittels eines VPNs kannst du sicher eine Netzwerkverbindung aufbauen. Ein VPN erfüllt in der Regel zwei Aufgaben, die wichtig sind. Erstens, es verschlüsselt deinen Datenverkehr im Internet und zweitens, es verbirgt deinen Standort und deine IP-Adresse. Und hier gibt es mehrere Vorteile. Zum einen könnt ihr damit eine sichere Verbindung zum Internet herstellen, wenn ihr euch zum Beispiel in einem öffentlichen Netz bewegt. Und zum anderen könnt ihr damit Ländersperren umgehen, also zum Beispiel auf Streaming-Inhalte zugreifen, die in eurem Land nicht verfügbar sind. Solltest du dich zum Beispiel in einem Land befinden, welches erhebliche Internetzensur durchführt, zum Beispiel in Ländern wie Deutschland, ich meine natürlich China, dann könnt ihr mit Hilfe eines VPNs diese Sperren einfach und bequem umgehen. Und jetzt wird natürlich der Schwabe in mir wach. Natürlich könnt ihr auch ein Schnäppchen machen, nämlich wenn ihr den VPN nutzt, könnt ihr sogar Dinge günstiger kaufen und machen. Ja, ihr hört richtig. Manche Webseiten berechnen nämlich den Preis aufgrund eures Standortes. Und hier kann ein VPN durchaus nützlich sein, weil die Webseite den exakten Standort nicht einsehen kann. Ich zum Beispiel buche Flüge, Mietwagen und so weiter deutlich günstiger über mein VPN. Und so amortisieren sich die Kosten für ein VPN natürlich sehr, sehr schnell. Aber der größte Vorteil ist nach wie vor, wie ich finde, der Schutz eurer Privatsphäre. Und mittlerweile gibt es mehr VPN-Anbieter als Sand am Meer. Aber hier gibt es natürlich erhebliche Unterschiede, auf die man achten muss. Aber ich habe euch die Arbeit abgenommen und kann euch drei verschiedene Anbieter empfehlen. Hier zum Beispiel Malfat VPN, ich hoffe, so spricht man es aus, ist ein Open-Source VPN, bei dem man keine Kundendaten angeben muss und sogar anonym mit Bitcoin zahlen kann. Nachteil allerdings ist, er ist hier und da etwas langsamer als andere. Ich verwende persönlich seit Jahren NordVPN. NordVPN ist der bekannteste und beliebteste VPN auf dem Markt. NordVPN bietet eine Vielzahl an weiteren Privacy-Funktionen an und
ist wirklich sehr, sehr schnell. Auch hier kann man übrigens mit Bitcoin bezahlen. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link, da kriegt ihr sogar einen Schwabenrabatt für NordVPN. Kommen wir zum dritten Anbieter. Der ein oder andere kennt wahrscheinlich schon Protonmail aus der Schweiz und die haben auch ein VPN. Und dieser ist ebenfalls Open Source. Allerdings ist er der langsamste im Vergleich zu den anderen. Und ich möchte euch noch einen kleinen Lifehack mitgeben für VPNs. Nämlich, wenn du NordVPN hast und dann bei der Länderauswahl die Ukraine eingibst, kannst du sämtliche Paywalls in Deutschland für die Zeit, für den Spiegel, für die Welt, für die SZ, für die Taz einfach umgehen und kostenlos diese Artikel lesen, wenn man die überhaupt lesen möchte. Also auch das spart bares Geld und amortisiert natürlich den VPN noch schneller. Kommen wir zum Passwortmanager. Wir alle haben heute Trilliarden an Passwörtern, egal ob PayPal, PayPack oder Aral, Tankkarte oder E-Mail-Account, Online-Banking etc. Ihr nennt es. Und deswegen sollte jeder von euch unbedingt einen Passwortmanager haben. Und Leute, hey, wenn euer Passwort jetzt irgendwie Test 123, Playboy 69 oder das Geburtsdatum eurer Frau, Kinder ist, dann hey, würde ich jetzt spätestens aktiv werden und mir einen Passwortmanager zulegen, der wirklich kryptische, lange, schwierige, komplexe Passwörter vor euch generiert und ihr damit auf der sicheren Seite seid. Weil ansonsten seid ihr ein gefundenes Fressen für Hacker. Und glaubt mir, das ist der absolute Albtraum, wenn die Passwörter gehackt werden. Und das Praktische ist natürlich, bei den Passwortmanagern muss man nur ein einziges Masterpasswort sich merken und hat damit Zugriff auf alle anderen Passwörter, die dort hinterlegt sind. Passwortmanager haben auch noch deutlich mehr Funktionen. Man kann sie zum Beispiel gemeinsam innerhalb einer Familie oder Firma nutzen. Man kann verschlüsselte Dateispeicher für hochsensible Passwörter erstellen und natürlich auch, was ich jedem empfehle, die 2-Faktor-Authentifizierung. Unbedingt essentiell. Ich empfehle hier zum Beispiel Keeper und Dashlane. Auch empfehlenswert sind Bitwarden, OnePassword oder LastPass. Die beiden letzten sind zwar nicht Open Source, können aber im Grunde alle das Gleiche. Ich werde euch unten alles verlinken. Schauen wir uns mal die Suchmaschinen an. In Sachen Sicherheit darf man auf keinen Fall die Suchmaschinen vernachlässigen. Denn vor allem Suchmaschinen wie Google und Co. sammeln unzählige Daten über dich und verkaufen die an Unternehmen weiter. Das sind wahre Datenkraken, die dann das digitale Gold veräußern, denn nichts ist kostenlos. Und ich weiß, Google zu nutzen ist unglaublich einfach und vor allem sehr, sehr, sehr bequem. Aber wer es ernst meint mit der Privatsphäre und sich unabhängiger von Big Tech machen möchte, der sollte unbedingt mal auf Alternativen zurückgreifen, wie zum Beispiel DuckDuckGo oder auch der Browser Brave, kann ich euch ans Herz legen. Dieser hat Funktionen wie Werbeblocker und ist mit vielen Geräten kompatibel. Und das Allerbeste, er ist kostenlos. Im Gegensatz zu DuckDuckGo und dem Brave Browser sind eben Google und Bing nicht kostenlos. Warum? Weil die eure Daten preisgibt und diese werden monetarisiert und damit werden Profile von euch erstellt. Und dann dürft ihr euch nicht wundern, warum dann die Werbung gerade aufpoppt in eurem Fenster, über die ihr tatsächlich seit Wochen nachdenkt. Ja, ihr wollt unbedingt auf die Malediven oder diesen Schuh kaufen oder diese Hängematte. Here we go. Kommen wir zum nächsten Punkt. Fast jeder von uns ist heute in sozialen Netzwerken unterwegs, wie zum Beispiel Facebook, Instagram, Twitter. Und auch bei den sozialen Medien gibt es Stellschrauben, an denen man drehen kann, um seine Privatsphäre deutlich zu verbessern. Zum Beispiel könnte man einen Alias verwenden statt seinem richtigen Namen. Dann kann man auch richtig gut shitposten und trollen. Apropos soziale Medien. Seit einiger Zeit gibt es hier auch interessante Alternativen zu den zentralisierten Anbietern wie Twitter zum Beispiel. Nostra. Nostra ist eine Abkürzung, steht für Notes and Other Stuff Transmitted by Relays. Das steht gerade hoch im Kurs, vor allem bei denen, die genug von Zensur haben. Dazu zählt im Übrigen auch der am Anfang zitierte Edward Snowden, der sich ebenfalls als Fan von Nostra geoutet hat. Das Prinzip ist ähnlich wie bei Bitcoin, denn auch hier versucht man mittels eines Protokolls die Probleme und Nachteile von Zentralisierung und somit von Machtkonzentration und Machtmissbrauch zu umgehen. Um Nostra nutzen zu können, muss man einen Client verwenden. Der beliebteste ist aktuell Damus. Der große Unterschied zu anderen sozialen Netzwerken ist, dass es bei Nostra eben kein Account im klassischen Sinne gibt, sondern alle Teilnehmer erhalten einen öffentlichen und privaten Schlüssel. Also genauso wie bei Bitcoin. Im Übrigen, auch der Twitter-Gründer Jack Dorsey ist ein großer Fan von Nostra. Übrigens, die TikTok-App zum Beispiel ist ebenfalls eine gewaltige Datensammelmaschine. Und wem gehört TikTok? Den Chinesen. Also überlegt euch gut, wenn ihr euch einen Account zulegt oder vielleicht sogar eure Kinder.
Denn für die chinesische Regierung ist das eine wertvolle und kostenlose Datenquelle, auf die man jederzeit zugreifen kann. Der nächste Tipp von meiner Seite aus ist, mehrere Mailadressen verwenden. Die Eingabe einer E-Mail-Adresse ist heute fast obligatorisch und überall ein Muss. Die Folge ist dann, dass man massiven Spam im Postfach hat. Vor allem, wenn man sich bei Newslettern und so weiter anmeldet. Und vielleicht habt ihr auch schon mal Post vom Prinz aus Nigeria bekommen oder eine Penisverlängerung oder eine Brustvergrößerung. Vor allem aus Sicherheitsgründen lohnen sich mehrere Mailadressen, denn so erschwert man es den Hackern, an euer Konto zu kommen. Also solltest du ab und zu auch mal neben dem Passwort auch mal die Mailadresse vielleicht ändern oder ein paar zusätzliche Adressen für verschiedene Zwecke verwenden und hierbei privates, geschäftliches und Onlinehandel und so weiter zu trennen. Ne? Also trennt Arbeit, Sport und Spiel. Zum Beispiel, man hat eine Adresse nur für Anmeldungen bei Newslettern und die Newsletter werden dann vielleicht sogar weitergeleitet an eine andere Adresse und deine private Adresse verwendest du nur für Kollegen oder Freunde und Bekannte. Noch nie wurde mehr kommuniziert und wie geht das sichere Kommunizieren im digitalen Zeitalter? Und das ist schon der nächste Punkt. Ihr alle, du nutzt sicherlich auch einen Messenger-Dienst. Bei den meisten wird es wahrscheinlich WhatsApp sein, oder? WhatsApp gehört zu Meta und genauso wie Instagram und Facebook und sie sind alle unter dem Dach von Mark Zuckerberg. Als Alternative zu WhatsApp kann ich euch auf jeden Fall einen verschlüsselten Messenger ans Herz legen. Hier kann ich euch wärmstens den Signal Messenger empfehlen. Auch gut sind Telegram und Threema. Und wo wir schon dabei sind, hey, folgt mir auf Telegram. Hier gibt es immer die aktuellsten, neuesten Informationen für euch. Wer ganz von Big Tech loskommen möchte, dem kann ich eigentlich nur ans Herz legen, WhatsApp einfach ganz zu löschen. Ich weiß, das ist schwierig, auch ich tue mich wirklich schwer damit, aber dann werden keine Daten weitergegeben, weil ihr müsst wissen, ihr habt Facebook mit allen Programmen von ihnen, mit allen Apps von ihnen das Recht gegeben, eure Texte, Bilder, Nachrichten weiter zu verwenden. Und hey, keiner möchte irgendwann mal in irgendeinem Porno auftreten. Dann viel Spaß beim Erklären an eure Freundin oder euren Freund, was ihr da gemacht habt. Als nächstes widmen wir uns dem Mail-Provider und hier kommen wir wieder zu Edward Snowden zurück. Spätestens seit der NSA-Affäre, die von Edward Snowden ja aufgedeckt wurde, wissen wir, dass insbesondere der E-Mail-Provider extrem anfällig ist. Ich kann euch dazu einen ganz besonderen ans Herz legen, insbesondere wenn ihr gerne auch mit Bitcoin zahlen möchtet, nämlich Protonmail. Es gibt aber auch sehr gute deutschsprachige Anbieter, wie beispielsweise, Achtung, nicht deutsch, Tutanota. Machen wir zum Schluss noch einen Schwenk weg von der digitalen hin in die physische Welt. Wenn ihr nicht wollt, dass zum Beispiel jeder eure Hausadresse rausbekommt, dann empfehle ich euch definitiv ein Postfach zu benutzen. So erhaltet ihr mehr Diskretion bei der Briefzustellung. Ein Postfach ist auch preislich wirklich kein Ding mehr. Aktuell bekommt man es gerade einmal für 22,90 Euro pro Jahr bei der Deutschen Post. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das sichere und anonyme Bezahlen und Geld transferieren. Denn ihr wisst ja, das Thema Geld spielt eine große Rolle bezüglich Freiheit. Denn Regierungen wollen ja sogenannte CBDCs einführen, also digitales Zentralbankgeld. Damit wird es für Regierungen dann in Zukunft noch einfacher sein, die Bürger auszuspähen, zu überwachen und vielleicht sogar zu drangsalieren oder mundtot zu machen, weil sie jede Geldtransaktion nachverfolgen können und wissen, wann du was gekauft hast. Und dahingehend, ja, ist man dann komplett transparent. Also mein Tipp hier schon mal vorab, Bargeld nutzen. Dazu habe ich auch erst vor kurzem einen Beitrag für Focus Online verfasst, den ihr auch auf meinem Blog nachlesen könnt. Unbedingt lesenswert und fett teilen, weil es geht wirklich ans Eingemachte. Und ihr kennt meine Meinung zum Bargeld. Bargeld ist geprägte Freiheit. Das Bargeld ist zwar immer noch Fiat-Geld und es wird auch früher oder später wertlos werden, aber es ist momentan noch die anonymste Form des Bezahlens. Und seit Jahren sehen wir bereits Anstrengungen seitens der Politik und der Wirtschaft, uns das Bargeld matig zu machen. Denn sie sind das Fundament, dass wir alle eine digitale Wallet, ein digitales Konto bei der EZB haben. Das kann alles miteinander verknüpft werden, dann ganz smooth und schöne Synergien erzeugen, die uns dann auch dementsprechend charmant verkauft werden. Dass man dann sagt, da kann man doch auch gleich das Impfzertifikat dran koppeln. Wir können dann das Bürgergeld oder das bedingungslose Grundeinkommen implementieren. Wir können das verbinden mit dem Führerschein oder mit dem Steuerkonto. Wir können dann, was können wir noch machen? Ganz praktisch. Oh, ein Credit Social Programm, so wie es die Chinesen gemacht haben, um die Leute einfach komplett zu gängeln, zu überwachen und zu manipulieren. Dann möchtest du einen Plan B haben. Apropos Plan B, schauen wir uns Bitcoin an. Und ich bin nicht nur ein großer Fan, weil ich glaube, dass es die größte Revolution aller Zeiten ist. Nein, sondern auch, weil es Staat und Geld trennt, sowie anonyme Zahlungen ermöglicht und im Prinzip digitales Bargeld ist.
Und daher war es mir auch wichtig bei diesem Video, dass viele der Privatsphäre-Tools, die ich euch vorgestellt habe, Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Wer gerne Bitcoin ausgibt, statt zu hodeln, der sollte definitiv das Lightning-Netzwerk nutzen. Mittlerweile gibt es Dutzende Lightning-Wallets, die man alle einfach mal ausprobieren sollte und dann die beste für sich einfach aussucht. Hier empfehle ich persönlich die Wallet of Satoshi als auch die Moon Wallet. Wer Lightning nicht kennt, Lightning ist ein Bitcoin-Protokoll, das schnelle und sichere Zahlungen ermöglicht. Es ist wesentlich schneller und günstiger, als wenn ihr eine normale Bitcoin-Transaktion auf der Blockchain macht. Da dauert es nämlich 10 Minuten. Lightning teilweise in Echtzeit. Und tatsächlich gibt es sogar Wege, wie ihr in eurem Alltag viele Dinge mit Bitcoin zahlen könnt, zum Beispiel sogar bei Rewe, Edeka und Co. Dafür ist nur ein kleiner Umweg nötig, den ich euch jetzt gerne erklären möchte. Es gibt nämlich Plattformen, wo man Bitcoin-Guthabenkarten für verschiedene Geschäfte und Dienstleistungen einfach kaufen kann. Eine Seite, die ich hierbei euch empfehlen kann, ist Bitrefill. Diese ist auch in Deutschland verfügbar und bietet eine Reihe an Guthabenkarten an. Und wenn du Bitcoin besitzt, ist es grundsätzlich immer wichtig, haltet eure privaten Schlüssel selbst und lasst eure Bitcoins nicht auf einer Plattform oder Börse rumliegen. Denkt an FTX, dann sind die ganz schnell weg. Not your keys, not your coins ist das Sprichwort. Also nicht dein Schlüssel, nicht deine Coins. Man muss dazu aber auch sagen, dass die Bitcoin-Blockchain ein öffentliches Kassenbuch ist, wo man Adressen theoretisch verfolgen kann. Aber auch mit ein paar Tricks kann man die eindeutige Zuordnung wieder verschleiern. Das ist vor allem was für Fortgeschrittene, aber eine der besten Möglichkeiten ist ein sogenannter Coinjoin. Ganz simpel ausgedrückt ist ein Coinjoin ein simples Tool, bei dem mehrere Teilnehmer eine gemeinsame Transaktion erstellen, die Bitcoin von allen Teilnehmern enthält und sie an neue Adressen dieser Teilnehmer auszahlt. Dadurch lässt sich am Ende nicht mehr genau nachvollziehen, welche Adresse zu welchem Teilnehmer gehört. Hier kann ich insbesondere den Anbieter Wasabi empfehlen. Den Link zum Anbieter werde ich euch natürlich unten in die Shownotes packen. Fassen wir zusammen. Privatsphäre ist extrem wichtig und wird aller Voraussicht nach auch immer wichtiger werden in der schnelllebigen digitalen Zeit. Und ihr sollt euch definitiv damit befassen, weil irgendwann könnte es zu spät sein, da gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr. Aber du musst auch keine Angst haben, die Möglichkeiten sind ja da und die werden immer besser. Man kann vieles tun. Ganz wichtig ist, denk immer daran, das Ganze ist ein Marathon und kein Sprint. Du wirst nicht alles auf einmal lösen können, sondern versuche es in kleinen Schritten zu erledigen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video einen kleinen Einblick geben, was ich für sinnvoll halte und was nicht. Falls es euch Mehrwert geliefert hat, würden mein Team und ich uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Bleibt tapfer und denkt immer daran, wegen Edward Snowden und Co. ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Mark.